So, und da sind wir wieder. Er hat sie noch nicht gefunden. Doch, habe ich. Hast du? Jo. Ich sehe dich aber nicht. Der letzten. Jo, hier bin ich. Sag mal, hast du sie jetzt abgebaut? Jo. Ja, dann komm mit. Wir müssen hier lang, hier rüber. Über den See. Du folgst mir. Gut, ich mach mal kurz AFK. Okay, das ist jetzt schlecht, du bist im Wasser. Ja, einfach weiter geradeaus. Das passt schon. So. Hier lang, weiter aus, geradeaus. Okay, es leckt. Und ihr müsst jetzt irgendwo langkommen. Hier kommt Land und hier kannst du sie aufstellen. Oh, ich sehe nichts. Oh. So, stellst du sie hier auf oder gibst sie mir? Hey, wo bist du? Hier hinter dir, gib sie mir. Oder stell sie auf. Ah, danke, cool. Hast du auch die Pipes alles? Ja, hast du. Damals immer wieder selbst auf. Oh, nee. Dimensional Venture. Cable wäre weg. Ach, den hast du auch schon, okay. Hab ich alles? Ja, hab ich. Max, wichtig. So, wo stellen wir den auf? Hier mal so. Ich hab mich verlaufen. Wie verlaufen? Keine Ahnung, ich bin alle nicht drauf. Irgendwie leckt es gerade der Server. Ich glaube, wir haben ihn geschrottet. Ja, irgendwie baue ich hier nichts ab oder so. Keine Ahnung. So. Hey! Geht wieder. Nein, es laggt immer noch. Bei mir bin ich stehe jetzt hier auf. Wüstengrund. Nein, nein. Mal kurz, das muss ich jetzt gerade mal live machen. Server hat sich aufgehangen. Verdammt. Yep, hat sich aufgehangen. Müssen wir jetzt mal warten, bis es sich neu startet. Geht jetzt nicht anders. Dann cutte eben schnell und. Nö, das passt schon. So, jetzt. Waypoints at Dorf. Dürren, dürren. Restart. Na, dann restart halt auch, wenn es schon da steht. End of stream. Nö, bei mir noch nicht. End of stream. End of stream. Privater Server, hoppla. Ich bin noch nicht runtergeflogen. Ja, ich auch nicht. Ich bin schon jetzt hier. Jetzt. Okay, jetzt startet der Server neu. Ich bin drauf. Du kannst nicht drauf sein. Ja, aber da steht Logging in. Ja, da kann ja Logging in stehen, aber. Das bedeutet ja nichts, weil es ist ja Neustartring und so. Wie viele Minuten haben wir denn? 4. Naja gut, das ist jetzt, muss jetzt ein bisschen warten. Das cuttest du aber raus, oder? Kann ich ja nicht. Muss jetzt ein bisschen. Doch im Nachhinein. Die Minecraft-Server bei Nitrado sind ja wie erwartet immer ein bisschen schön. Cool. Cool. Fresh. Schön. Fresh. Tight. Ja, genau, sowas irgendwie in der Art. Alter, was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Starting Minecraft Server.
Alter, die Nitrado-Server kacken so ab manchmal. Ist echt wahr. Dena sabotiert die Aufnahme. Dena ist bei PogChamp Media. The fuck? Okay. Alles klar. Es gibt ja nicht, wie lange dauert denn das? Naja. Wir müssen warten, Leute, sorry. Ich bin ein bisschen vorspulen. Wenn ihr ja, das nicht sehen wollt. Hey, ich bin drauf. Was? Ja, jetzt können wir drauf. Mein Download ist abgeschlossen. Kennst du Command and Conquer, Red Alert 3, Uprising? Nein. Habe ich. Sind wir jetzt drauf? Ja. Können wir was abbauen? Ja, es funktioniert. Okay. Wir können weitermachen. Sorry für die kurze Versorgung. Naja, ihr wisst ja Bescheid, ne? Ihr wisst Bescheid. Zack. Ah. Was ist das denn? Was denn? Lectern. Lectern ist ein Buchständer, den brauchen wir irgendwann auch noch, wenn wir in die Dimensionen reisen und sowas. Das geht hier? Ja, machen wir aber noch nicht, weil es den Server zum Laggen bringt und das möchte ich jetzt noch nicht haben. Geil. Ich habe auf jeden Fall so ein Teil gefunden. Hä, was ist denn das? Wow, ich habe ein Portal gefunden. Ja, ich weiß. Die werden hier neu generiert. Die kenne ich, aber da kann es sein, dass ich da drin sterbe. Und da muss ich mich dann schnell immer rausporten, wenn ich in die Schwärze fliege. In die Schwärze? Ja. Wo kannst bleibt du mir eben dann? Kannst du mir für diese Expedition OP-Rechte geben? Du bist kein OP mehr. Nö, oder? Wieso brauchst du dafür OP-Rechte? Brauchst du doch gar nicht. Weil ich schnell TPX machen muss. Oh Gott, okay. Nee. Eigentlich nicht, nee. Was war denn die Frequenz jetzt? 30. Okay, dann versuche ich's. Du schaffst das. Ich werde mein Headset an die Wand werfen und meinen Fernseher umwerfen und mein PC auch, wenn ich hier drin sterbe mit der gesamten Power Armor. Ja, wieso willst du da denn jetzt reingehen? Weil da richtig geile Sachen drin sind. Ja, aber erst später. Nein. Doch, erst später. Die, das will ich erst später machen, weil es im Server zum Laggen bringen. Lass es bitte. Nee, ich meine diese schwarzen Dimensionen, ne? Das weiß ich, die bringen den Server zum Laggen, aber übelst. Hey, wie kommt das denn? Weil die das einfach machen. Selbst die Aktion, die ich hier schon mache, macht ihr schon, springt ja schon den Server zum Laggen. Oh, denn. So. Okay, dann gehe ich mal zurück. Ray läuft. Ich will jetzt noch irgendwie einen Weg finden. Halt, warte mal, das. Wenn wir das machen, machen wir das auch ohne TPX, weil wenn wir da drin sterben, dann sterben wir, das ist halt so. Ah, wobei du da eigentlich nicht drin sterben solltest, weil es eigentlich fast unmöglich ist, in Tekkit da sowas zu sterben. Doch, wenn man, ich hatte schon mal im Singleplayer den Bug, da habe ich so ein Portal gefunden, bin da durchgegangen und dann bin ich auf einmal runtergefallen. Ja, das kann natürlich passieren. Ja, da kommt man nicht mehr, da kommst du nicht mehr hoch, das geht nicht. Ja, habe ich schon versucht. Und dann war meine komplette Nahrungskugel weg. Und dann habe ich sofort ausgemacht und nie wieder angefangen. Ich glaube sogar, ich habe die Welt gelöscht. Bin mir aber gar nicht sicher. Ich finde gerade leider nicht mehr zurück. Weil alle Türen gleich aussehen. Es ist irgendwie, der Server ist gerade ganz schön am Abspacken. Könnte daran liegen, dass ich in diesem Zahlen bin. Ah, das ist wahrscheinlich, weil Nitrado gerade Hochzeit hat, wo die ganzen Leute auf ihren Scheiß-Servern rumhocken. Naja. Ist natürlich auch. Bin hier nicht mehr raus. So. Oder kannst du mich in TPXen zu dir? Warte mal, braune Tür bedeutet Außenwelt, oder? Theoretisch ja.
Ach so, ich dachte, ich bin durch ein Portal hierher gekommen. Nein. Das passiert nicht. Das wäre so geil. Könnte man theoretisch auch machen, aber sinnlos eigentlich. So, okay. Ich will jetzt eben Writing Desk und so aufbauen. Hä, wieso geht das nicht? Wow, was ist denn das? Bei Holzbau. So, und dann haben wir hier auch mal ein bisschen aufgeräumt und können mal ein bisschen sagen, wir hätten mal was geschafft. Juhu! Yay. So, okay. Das muss weg hier oben. Okay. Was wollte ich denn noch machen? Ich guck mal demnächst, ob ich noch ein paar Mods hinzufügen kann hier. Das wäre nämlich ziemlich geil. Weil, stell dir zum Beispiel vor, wir hätten einen Ticket in Soundcraft-Mod. Das wäre so geil. Wenn ich das schaffe, den zu installieren, dann müssen wir einfach nur ein Custom-Ticket halt installieren im Prinzip. Aber wir hätten Soundcraft und das wäre schon der Hammer. Das ist nicht schwer, da musst du einfach nur in deine Ticket-Datei... Ja, ich weiß, das muss ich halt nur mit den anderen Mods vertragen. Oh ja, das stimmt. Aber mach zwei Feed the Beast doch auch. Ja, alles, theoretisch schon. Feed the Beast. Welche Bücher kann man auf diesem Table machen? Das weiß ich selbst nicht. Irgendwelche mit Dimensionen, aber was die das genau funktioniert, habe ich noch nicht im Kopf. Written Book, Enchanted Book, Notebook, Linking Book. Linking Book wahrscheinlich, ne? Kann sein, ja. Tableless Crafting, das kann ich nicht. Oh. So, da hinten kommt das dann rein, okay. Das passt so. So, und hier hinten bauen wir jetzt unsere Ölproduktionsgedöns. Komm mal oben in meinen Turm rein. Was ist denn da? Oberstes Stockwerk. Wo bist du? So, hier. Guck mal, klick mal rechts hier auf das Buch. Ach so, das ja, kenne ich. Jetzt habe ich das rausgenommen. Moment. Ja, da kann man jetzt in irgendeine Welt rein. Warte, du hast Stein vergessen. Aber ich wäre damit echt vorsichtig, weil manchmal kommst du da nicht wieder raus. Und das ist ein Scheiße. Ich guck mal, ob ich hol mir mal noch ein Linking Book. Book. Ich werde auf jeden Fall meine Kamera danach ablegen. Davor. So, Fips sein Torso wollte ich auch noch bauen. Haben wir nicht gemacht? Ich habe alles gebaut bis auf den Torso. Iridium. Ein bisschen Iridium. Ich habe jetzt zwei Bücher, die in die Overworld führen. Okay. Ich werde mich in der Aufnahmepause gleich mal erkundigen. Das funktioniert mit dem Linking Book. Das kannst du tun, ja. Ich tue hier gerade mal ein bisschen was raus, was wir so nicht brauchen. So, der Tinkertable kann hier in die Ecke. Das kann auch raus, das habe ich zu viel gebaut. Das kann raus. Wie ich das? Wie macht man denn Iridium nochmal? Ich hab jetzt eine neue Dimension, glaube ich, erstellt. Aber das kommt gut. Ich komme in keine andere Dimension damit rein. 1, 2, 3, 4. Wenn ich es umbenannt habe. Ach, da ist ja noch Iridium. Ich voll Idiot. Naja, gut, egal. So. Und da haben wir noch eine Iridium-Platte. Und dann brauchen wir noch einen Nanosuit Body Armor. Haben wir sowas nicht noch? Ne, haben wir nicht. Nanosaber haben wir, aber das bringt mir ja nichts. Wie macht man denn dort Carbon Plate? Da brauchen wir da Kohle.
Aber das ist ja kein Problem, weil Kohle haben wir mehr als genug. Gibt's hier eigentlich die Möglichkeit, dass man das mit den Steve's Card Dingen vollautomatisiert, dass du die Truhen nicht ausleeren musst? Ja natürlich, du brauchst ja einfach nur die Truhen dann zu entleeren mit dem System. Ja, aber wie macht man das, dass sich die Truhen vom Minecart direkt entleeren in Dingens? Ja, eine andere Truhe, das weiß ich nicht ganz genau, das funktioniert aber auch irgendwie. Ah, gut, okay. Irgendwie funktioniert das auch, da muss ich aber halt, wie gesagt, mich mal informieren, wie das so funktioniert damit. Das Atomkraftwerk wollte ich auch mal wieder aufbauen, da muss ich auch mal schauen. Aber da müssen wir auch was richtig Großes draus machen, irgendwie, wenn wir das mal hinkriegen sollten. Wir müssen auch schon wieder eine Aufnahmepause machen, meine Güte, die Zeit rennt und rennt und rennt und wir schaffen eigentlich noch nichts Wirkliches. Aber es ist egal, wenigstens kommen wieder Folgen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tech Town. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.